Hey ho, meine Lieben, ja, soll ich sagen, Moped, mein Belustigungsmensch, der ist hierher gekommen, der hat mir jetzt auch geholfen, Moped hier in die Garage zu transportieren. Ich werde jetzt erst einmal da hinten die kleine Heizkanone von mir anmachen, dass das Moped so langsam mal auftaut. Ja, und dann wird dann mit meiner kompletten Schraubaktion losgehen. Vergaser etc. pp. Aber das wird sich mit Sicherheit über mehrere Tage ziehen. Wochen, Monate? Nee, so lange nicht. Ich glaube, um 6 ist immer fertig. Du kannst mal mich kreuz und Dings dabei ist. Okay. Ja, ja, genau. Also wir heizen jetzt erst einmal in der Zwischenzeit. Tue ich da hinten noch meine Werkzeugkiste ein bisschen sauber machen, Werkzeug so langsam einräumen und so weiter und so fort. Weil da habe ich übrigens vorne und hinten Ständer. Kann man das Moped vorne auch hochnehmen, kriegt man Verkleidung besser raus, auch wenn man was am Rad machen muss. Ja, da so Kleingeraffel, da ist meine Werkzeugkiste und die muss ich erst einmal ein bisschen sauber machen. Ja, aber jetzt erst einmal Heizkanön lernen, dass es hier nicht ganz so kalt ist. So Leute, so langsam taut die Made hier ab. Ja, wir haben auch schon unsere Pullis, unsere Jacken ausgezogen. Es wird hier doch angenehm warm, oder? Richtig. Ja. Aber ich habe jetzt noch mal zwei Pullis an. Ich wollte keine Pullover anziehen. Oh Mann. Ich übersetze, er hat zwei Pullover an. Und was? Kann noch einen ausziehen und hat noch ein T-Shirt drunter. Und er kann noch einen ausziehen und hat ein T-Shirt darunter. Der Video- und Untertitel blenden wir ein. Ja, jetzt habe ich es ja vorgesprochen. Bevor hier wieder Kommentare kommen, wir verstehen kein Wort. Meine Werkzeugkiste habe ich jetzt außen schon mal ein bisschen sauber gemacht. Das ist noch viel Arbeit. Erst einmal muss aus dem Keller mein ganzes Werkzeug hierher verbracht werden. Oder was heißt das ganze Werkzeug? Ein paar Ringschlüssel, Gabelschlüssel etc. pp. Wo noch in diversen Dingern verteilt sind. Werkzeug, was ich hier definitiv nicht brauchen werde, das kommt erst gar nicht hierher. Ja, gut. Weil eigentlich sollte das ja bloß eine Unterstellgarage sein. Naja, aber jetzt ist es halt noch eine Moped-Schraubgarage. Gut, bisschen weiter noch abtauen lassen und dann fange ich an, mal die Verkleidung abzubauen. Nach der Verkleidung. Die Frontverkleidung könnte man, die Frontmaske könnte man auch noch wegmachen. Da kann man dann endlich einmal die Tachobeleuchtung instand setzen. Weil so kommt man nämlich unten an die Birnen nicht hin. Scheißdreck. Ja, Verkleidung weg. Dann wird sie vorne wieder runtergesetzt. Weil es doch ein bisschen wackelig. Ich zeige es euch mit dem Ständer. Also das ist mal auf Dauer doch zu wackelig. Es ist auch nicht dafür geeignet, dass es auf Dauer steht, auch wenn man jetzt das Rad rausmacht, soll man die Schrauben vorher lösen alle und dann erst auf den Ständer draufsetzen. Also ist auch mit Vorsicht zu genießen. Aber jetzt, dass ich die Verkleidung ordentlich unten rauskriege, dass das Ding jetzt wieder überall kratzt, ist das Ding optimal. Tja, gut, machen wir weiter, schrauben wir Verkleidung weg. Tank runter, Tank ausleeren. Zum Tank ausleeren hole ich euch wieder dazu. Da habe ich mir nämlich auch was organisiert. Mhm. Ach so. Was habe ich alles? Hier neue Ansaugstutzel für die Versager. Ja, Schellen, Schrauben. Was haben wir hier drin Schönes? Ah ja, das ist die Benzinhahn-Geschichte unten drunter, unterm Tank. Was habe ich hier drin? Das ist eine Zündspule, hier ist eine Zündspule
Und hier noch, sind noch Zündkerzenstecker drin. Ja, also, und da irgendwo ist dann noch Kleinzeugsel für Elektro. Dann zeige ich es euch gleich. Ich habe hier so eine kleine Benzinpumpe. Habe ich beim Alex zuletzt gesehen und da habe ich mir auch eine bestellt. Da ist noch der Ölfilter. Ein Fett fürs Lager, weil die Felge kommt vorne auch noch mal raus, wird eingefettetes Lager. Ja, und das sind die Versager. Sehen sie nicht hübsch aus jetzt? Ruhe da. Ja. Und die riechen richtig gut nach Benzin. Ja, gut. Hilft nichts. Ich muss schrauben. Wir sehen uns nachher wieder. Kanister und La Pumpa. Auch ich muss etwas tun. Ich nicht nur auszuruhen. Ja, und schon kann man den Sprit absaugen. Die Arbeit mache ich natürlich. Ja, ja. Ich denke mal, vorne die Klappe. Man sollte vielleicht auch die Klappe vorne aufmachen. Richtig. Ja. Also zu dem Ton, was vorher war, hier noch das Bild dazu, dass der auch endlich mal was tut hier. Genau. Ach, funktioniert ganz gut, so eine Pumpe. So, Dole. Soweit schon mal die Hälfte weg. Also da oben, da muss ich dann noch die Spiegel vorher wegmontieren, bevor ich die Schnauze wegziehen kann. Ah, da hängen die Blinker auch noch dagegen im Weg. Ah, da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Da muss ich echt noch gucken, ob ich jetzt das wirklich mache, weil hier vom Tacho geht die halbe Beleuchtung nicht und das geht mir auf den Senkel. Was ich auch unbedingt machen muss, ist hier unten am Tank diese Anschlüsse, da muss ich auch neue hinmachen. Und dieser Stutzel hier, der kommt auch komplett neu rein. Das wird nachher dann ja, so ungefähr das erste sein, was wir machen werden. Aber wir fahren jetzt erst einmal einen Kaffee trinken. Oder was hältst du davon? Richtig. Ja, genau, das machen wir. Aber du darfst mich halt ruhig mal belobigen, dass ich eine Schraube losgedreht habe und eine wieder reingedreht habe. Eine. Ja, eine, ja. Ich muss es und, rein. Und einen Sprit abgesaugt. Ja? Ja, und mich belustigt die ganze Zeit. Aber genau. Ja, gut. Ja, und später geht es dann weiter. Heute wieder in der Garage. Boah, bin ich voll gefressen. Wir wurden noch gerade dazu genötigt, lecker zu essen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Und da ist er. Ja. Denke ich mal. Ich habe wieder kein Display. Ich hier. Den Hintergrund. Bitte? Ich habe den Hintergrund. Ich verstehe kein Wort. Was denn? Okay. Das ist doch wurscht. Okay. Wenn das die Klappe offen ist. Ich hänge ja nachher wieder das Ladekabel hin. Jetzt ist schon, wie soll die Klappe halten? Und jetzt ist es schon komplett egal, wenn die Klappe offen ist. Boah, der ist immer am Rumjammern. Und ja, da hinten haben wir schon den Tank zurechtgelegt. Das ist jetzt das, was ich zuallererst mache. Hier diesen Tankhahn, der ist einmal da auseinandergebrochen. Da kommt ein komplett neuer rein von Turmex. Und hier eben diese brüchige Kabel, Kacke, Miste. Muss ich gucken jetzt, dass ich, ob ich Anschlüsse da habe. Und dann kommen da noch neue Anschlüsse hin, wird das gescheit neu isoliert. Und dann ist das hoffentlich auch wieder in Ordnung. Ja, und das machen wir jetzt. Tja Leute, so kann es gehen. Ich weiß zwar, dass es diese schmalen Stecker hier sind, aber die sind mit irgendeinem Bart komplett fest draufgeklebt und gehen nicht runter. Darum werde ich jetzt die Kabel komplett mit Bremsenreiniger gescheit sauber machen und dann hier die komplette Miste mit Isolierband isolieren. Hier habe ich wenigstens das hintere Eck aufzubiegen bekommen. Werde ich jetzt noch komplett sauber machen. Dieses Kabel noch ein bisschen abisolieren, da hier einquetschen und wieder oder und zusätzlich noch ein bisschen festlöten. Ja, und dann hoffe ich, dass das Ganze hält und ja, eine andere Möglichkeit habe ich bei dem Mist jetzt nicht. Dann werde ich das vielleicht hiermit irgendwie festbinden. Keine Ahnung. Naja, irgendwie kriege ich das jetzt schon hin. Und das Ding hoffe ich, dass soweit dicht ist. So, also das habe ich jetzt einfach mit Isolierband komplett isoliert. Soweit hier angelötet.
Ja, und den Rest muss ich jetzt einmal so lassen. Sollte man das hier irgendwann einmal abbrechen, weiß ich ja dann, woran es liegt, wenn meine Tankanzeige nicht mehr geht. Dann muss ich da halt auch noch was machen. Ja, aber erst dann. Vorher fange ich da nicht an. Doch, jetzt werden wir den Tank wieder umdrehen, hinstellen, ein bisschen an Sprit rein. Und den Benzinhahn habe ich hier schon auf zugedreht. Und dann mal gucken, ob das Teil dicht bleibt. Genau. Dann wäre die Geschichte mit dem Tank soweit eigentlich schon erledigt. Holzauge, sei wachsam. Gott sei Dank habe ich jetzt nochmal mit der Taschenlampe vorher in den Tank reingeleuchtet. Ja, und es sieht echt so aus, als ob da unten schön Wasser rumschlunzt. Das kann natürlich auch die Ursache sein, dass man das Moped jetzt zum Schluss gar nicht mehr angesprungen ist. Es war einiges. Wir haben es jetzt mittlerweile schon ziemlich herausen. Und ja, ich sauge jetzt hier noch mit dem Zewer noch so den Rest raus. Und dann muss ich mir noch irgendwas ausdenken, dass ich die Drecksbrösel da rausbringe. Weil Brösel sind da auch noch drin. Mist. Tja, hilft nichts. Was sagst du dazu? Scheiße. Genau. Naja, aber eins nach dem anderen kriegt man alles hin. Ich werde mir auf alle Fälle noch einen komplett neuen Tankdeckel bestellen, mit neuen Dichtungen etc. pp. Also da bin ich jetzt rigoros. Tja, oder was könnte diese grüne Schlonze, Pampe, widerliches Zeug hier dran sonst sein? Von meinem Reiniger, wo ich reingekippt habe? Nee, glaube ich nicht. Oder? Schleck mal ab. Komm. Njam, njam. Und? Mm. Und? Lecker. Aha, okay. Riecht auch froh, dass gut. Ich probiere es weiter, dass ich das Zeug rauskriege. Mittlerweile Luftfilter unten und ja, jetzt dann schön genüsslich die Vergaserbank ausbauen. Unten die Gummis werden dann ja auch mitgetauscht, die Ansauggummidinger da. Der muss wieder weg, da müssen die zwei anderen Gaszüge wieder rein, weil die Vergaserbank hatte einen. Meine hat zwei, Zug und Rück. Ja, aber wie gesagt, jetzt mal eins nach dem anderen. Wie weit wir heute noch kommen, keine Ahnung, der geht hier sich schon einen ab. Ja, du. Wirst du müde? Ja, also noch auch gütlich ab, dass ich um 8 Uhr im Live dabei bin. So, im Live kannst du auch hier dabei sein. Ja, du, aber ich muss ja da hinfahren. Ich habe gedacht, das Drehen und 4 Stunden schlafen. Ja, selber schuld. Ja. Weil du weißt ja, live ist live. Leute, dann machen wir Feierabend für heute. Der Jammerlappen. Ich werde morgen. Nee, nichts hier im Lappen. Doch. Ich werde morgen auf alle Fälle hier weitermachen. Mal schauen, wie weit ich komme. Aber das werdet ihr ja mitkriegen. Ja, und ob das Video jetzt schon fertig ist oder nicht, das weiß ich auch noch nicht. So. Hebe die Haare, grüße die Füße, bis demnächst. Tschüss, und außerdem, ich bin kein Jammerlapper, ich jammere vielleicht, aber ich habe keine Lapper.